Hauptdilemma der Physiker damals war, dass sie herausgefunden haben, dass die Materie nicht aus einer Anzahl von Grundbausteinen besteht, sondern vielmehr, dass die Materie letztlich ein untrennbares Netzwerk von Beziehungen ist. Das steht in dem Heisenberg-Buch alles schon drinnen. Ja. Und ich bin also schon von Anfang an mit diesem Gefühl in die Physik gegangen.